Hi. Ich habe schnell das Team geheilt. Und jetzt machen wir schnell weiter. Ah. Denn ich will unbedingt diesen Teil des Spiels nochmal abschließen. Also jetzt den Anfang hier auf dem Amaterasu-Server. Und dann will ich mich dem nächsten Projekt zuwenden. Denn jetzt, wo der Space ja abgedreht ist, muss ich ein neues Projekt anfangen. Beziehungsweise ich muss es nicht, aber ich will. Und ich habe, glaube ich, schon in dem Videos gesagt, was ich als nächstes machen will. Und der Plan steht dann halt noch fest. An Tylamon dürfte auch noch ein paar bekannt sein. Auch von Digimon Tamers oder vielleicht sogar aus dem Digimon Movie. Da hat man zwar den Namen nicht erfahren, aber man hat es gesehen. Der Movie, der in Deutschland lief. Der ein sehr, sehr grober Zusammenschnitt aus den ersten drei Movies von Digimon eigentlich ist. Aber wenigstens kam überhaupt irgendwas in der Richtung nach Deutschland. Das ist ja auch schon mal was. Wow, wir kriegen ja echt gut EP. Als weitergeht, hat Sakuyamon bald schon wieder ihr neues Level up. Ihr dürfte... Kein Item? Nein? Wirklich nicht? Na gut. Hier dürfte auch nichts sein. Nein, das war Zeitverschwendung, hier hinzukommen. Okay. Diesmal habe ich die Uhr laufen. Aber diesmal werde ich auch nicht aufhören, bis wir im Tyrannental waren und den Boss dort geschrubbt haben. Und ich habe wieder nicht gespeichert. Das heißt, ich darf nicht sterben. Das wird eine schöne kleine Herausforderung. Jetzt gehen wir nochmal hier oben lang. Und schauen nach, ob wir hier was finden. Ich glaube, oben auf den Klippen liegen Items oben. Meine Stimme hat gerade irgendwas Komisches gemacht. Ich glaube, Eis war gerade sehr stark gegen dich, oder? Habe ich das richtig im Kopf? Oh. Na, so schon mal nicht. Au. Oh Gott, die machen hier so ein Damage. Ich verstehe es nicht. Das weiß ich, verstehe es schon. Rizomu hat keine hohe Verteidigung, aber trotzdem. Okay, War das vorhin nicht mehr? War das vorhin ein Crit? Das war vorhin ein Crit, oder? Ja, es war vorhin ein Crit. Oh mein Gott, das ist eigentlich egal, mit welcher Attacke wir angreifen. Es ist alles so wenig Damage. Okay, eine Attacke können wir nur überleben. Versuchen wir mal, was das jetzt ausmacht. Der höchste Schaden bisher war 370. Okay, es macht also kaum einen Unterschied. Das ist gut. Das dürfte jetzt gerade... Okay. Oh, Sakuyamon, no! War das weg? Ja, gut. Schon wieder ein Crit. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Das Trainieren von Sakuyamon. Es ist anstrengend. Ich finde es sehr, sehr anstrengend. So, gucken wir uns hier nach Items um. Gehen wir zuerst mal hier an die Küste. Aber ich glaube, hier an der Küste ist nichts. Nö. Und hier können wir auch ins Wasser gehen mit dem Digi-Armor-Ei der Zuverlässigkeit. Wir können in Submarimon rein, aber das will ich noch nicht. So, hier oben erwartet uns ein Oinkmon. Und sonst noch irgendetwas? Oh. Arukenimon. Wow. Insekten mögen kein Wasser, oder? Puh. Okay, Oh nein, Gifteffekt. Und er greift natürlich sofort. Oh nein, geht das schon wieder los? Okay, gut.
Ich bleib bei Eisschauer. Ich habe das Gefühl, Snowstorm. Ich habe immer noch das Gefühl, dass Snowstorm weniger Schaden macht als Eisschauer. Jetzt bin ich mal gespannt, was das macht. Es kann doch nicht sein, dass Sakuyamon mit einem so hohen Magiewert so wenig Schaden macht. Alter! Das ist ja gar nichts! Langsam, glaube ich, fällt mir wieder ein, warum ich beim ersten Mal durchspielen Renamon aus dem Team entfernt habe. Okay, jetzt reicht's. Ich habe keine Lust mehr. Scheiß auf das Heilen. Natürlich stehst du nochmal auf. Wir werden vergiftet. Oh Gott, der Viertel... Oh, ein Viertel Leben weg. Oh Gott! Sind natürlich wieder vergiftet. Ich glaube langsam, aber okay, niemand hat 100% Chance auf Vergiften. Bei den Level-Up haben wir uns aber auch verdient, ey. Meine Fresse, ey. Ah. Ah, dieser Damage. Warum immer ich? Uns geht auch mit Rizomu langsam das Mana aus. Okay, kein Item hier oben. Das war Zeitverschwendung. Okay, gehen wir wieder Richtung Tyranntal. Am Inn vorbei, schnell heilen, dann durch zum Tyranntal. Oh Mann, das wird eine Weile dauern, bis wir da sind. So ganz minimal wird das, glaube ich, dauern, bis wir da sind. Wir haben zwar jetzt gekrittet, aber... Wir kennen das ja. Wenn ich irgendwo mal ganz schnell und dringend hin will, spawnen ein paar Sachen, die nicht so gern gesehen sind. Ich wundert, dass das im realen Leben nicht so ist. Okay. Digitiert gelernt, Angemon! Yes! Yes! Oh yeah! Oh, ich freue mich. Das heißt, die letzte Digitation können wir Rizomu endlich beibringen. Auch wenn sie nicht weiblich ist, aber... Obwohl, Seraphimon sieht auch nicht wirklich aus wie ein Kerl. Theoretisch können es beides sein. So, wir nehmen dann Nudge nach vorne. So, selbst wenn uns jetzt was angreift, jetzt haben wir bessere Chancen, uns durchzuboxen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ich kann nicht ignorieren, da entsteht niemand, das kann ich leider nicht ignorieren. Oh, Sherrymon. Wow, wow. Okay, dann bleib direkt unten. Ist vielleicht besser für dich. Ist auch besser, dass wir jetzt Nudge vorne haben. Das heißt, wir können sofort am Anfang des Kampfes unsere Protection raushauen. Langsam geht's mir wieder so richtig auf den Piss. Obwohl ich weiß, dass die Dinger hier mich immer anspringen. Wie winzig Snimon auf einmal ist im Vergleich zu Galantmon, Dukemon, whatever. Nudge. Einfach nur Nudge. Ja, 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 das in Rettung. Oh, geil. Ab geht's mit uns durch zum Tyranntal. Direkt durch zum Tyranntal. Go, 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 Junior.
Wir sind nicht weit gekommen, Junior. Okay. Mechanical Bash! Go, Junior! Go, 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 go! Go, 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 go! Sind uns am Arsch! Sie wollen unseren Booty! Run, Junior! Run! Mir geht's gut. Mir geht's gut, keine Sorge. Alles in Ordnung, alles im grünen Bereich. Völlig in Ordnung, alles im grünen. Diese Pirouette am Ende. Was bist du, ein Ritter oder eine Ballerina? Immer noch keine neue Technik. Ich glaube aber auch Gallant, Mon, Duke, Mon, whatever. Nutsch! Lernt nicht mehr allzu viele Techniken. Ich glaube, er lernt nochmal die ganzen Mega-Protection-Dinge. Speed-Up hat er schon. Er lernt auch nochmal Picking Claw. Er lernt, glaube ich, eigentlich exakt dasselbe wie Walkworm und nur in einer anderen Reihenfolge. Ich glaube, die Reihenfolge ist genau andersherum. So, wir wollen schnell zum Tyranntal. Die Items, die hier vielleicht noch rumliegen, können wir uns später holen. Ich glaube, hier liegt wirklich noch ein Item rum. Oh, Kubamon. Oh, really? Ab mit dir in die Hölle! So ein Wahnsinn. Warum bist du nicht in der Hölle? Matsch, matsch, matsch. Diese Schockwellen auf Doom. Weiter, Junior, wir haben es fast ge... Mir fällt gerade auf, dass hier keine AOA-Musik läuft. Hier vielleicht wieder? Nö, hier läuft auch die normale Mucke vom Tyranntal. Ich bin ein wenig überrascht. Hier oben gibt es kein Item. Gut. Ich glaube, hier unten war jetzt eins. Oder? Nee. Ich glaube, hier unten war kein Item, aber ich will gucken. Nope. Okay. Hier unten war kein Item? Oder war hier Item? Kein Item. Gut. Okay. Dann können wir weiter zum Miniboss. Und ich habe eine Ahnung, wer es ist. Hallo, Deptamon. Dich hatten wir gerade in... Das heißt gerade, aber im letzten Part haben wir dich schon gesehen. Überlebst du das? Er überlebt es. Attacke! Sehr geil. Richtig geil. Patsch. Patsch und Patsch. Ich glaube, Deltamon kann ein Item droppen, was ich haben will. Sollte es uns nochmal entgegenkommen, werde ich versuchen, Picking Claw zu benutzen. Außer es lässt natürlich nicht. Was gerade für ein Geräusch? Hat das außer mir noch jemand gehört? Oh ja, ich habe recht behalten. Der dunkel gefärbte Vetter von unserem Strength. Ich will nicht, aber ich muss. Ich bin Black Imperial Dramon, der Boss. Du musst mich bekämpfen. Sicher, ich besieg dich jederzeit. Du hast Mut, du gefällst mir. Hey, ich hab auch Stärke. Du hast viel Vertrauen. Super, das wird ein gutes Spiel. Black Imperial Dramon, wer der zuerst angreifen darf. Au. Okay, das ist nicht so viel Damage, wie ich gedacht habe, aber er hat Meta Crusher auch noch nicht benutzt. Protection. Okay, wir sind schneller, das ist gut. Mega Strength.
Ich glaube, das nächste wird Metacrusher sein. Mal gucken, wie viel Damage er von Maschinen bekommt. Bang! Bam! Und boah! Oh, wow. Okay, ich habe jetzt, ehrlich gesagt, mehr Schiss vor ihm gehabt, aber... Okay, ich kann schon auswechseln. Wow, okay, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das... Wow! Was ist denn mit Black Mega Gargumon dann los gewesen? Okay, hauen wir ihm direkt was drauf und zwar nochmal Maschinenschaden. Auch wenn es die schwächere Version ist. Imperialdramon gegen Imperialdramon. Unseres ist stärker. Er benutzt seinen Finisher gar nicht. Okay, ich will jetzt warten, bis er den Finisher benutzt. Deswegen gebe ich ihm noch ein Spinnennetz drauf. Kein Effekt. Ah, Mega Crusher. Da kommt es. Yep, und so sieht unser Ultimate später auch aus. Er wird nur wesentlich mehr Schaden machen. Wow, okay, ich bin jetzt durchaus enttäuscht. Wir haben Black Imperialdramon besiegt. Weil er ein Lappen war. Okay, er hat auch weniger Bit gegeben, er war also wirklich schwächer. Verloren, du hast Power. Na klar, ich habe bis jetzt immer gewonnen. Du bist großartig. Hier, ich gebe dir dies. Nimm es. Cool, ich habe den gefährlichen Helm. Der Kampf hat Spaß gemacht. Komm wieder. Die AOA sind stark, also sei auf der Hut. Ja, aber ich bin stärker. So, jetzt wo wir das erledigt haben, können wir uns, glaube ich, langsam auf den Weg machen in den Südsektor? Südsektor? Oh, Metalltyrannomon. Oh. Ich hoffe, man sieht trotz der Optik gleich, wie er angreift. Ja, okay. Er schießt nämlich einen Laser. Okay, man sieht es nicht wegen dem Schild. Er schießt einen verdammten Laser aus seiner linken Hand. Bam, bam, bam. So, vielleicht kommt uns nochmal ein Deltamon entgegen. Ich bin nämlich sehr, sehr sicher, dass er ein Item hat, was ich haben will. Kurosarimon hat übrigens auch eins. Das trägt, glaube ich, Gilmon gerade. Ein Helm, der sowohl Verteidigung als auch Angriff gibt, ohne die Inne zu senken. Dafür allerdings Charisma wegnimmt. Nee, warte mal. Hat Gilmon den auf? Nee, ich glaube, Bemon hat den auf. Na, egal. Irgendwer trägt den schon. Ich glaube, hier unten gab es irgendwo ein Item. Und wir loggen uns dann auch gleich aus. Beziehungsweise, was heißt ja ausloggen? Aber wir beenden die Folge. Es wäre schön, wenn die Charaktere sich ausloggen können. Dann hätten sie weniger Probleme. Steh nicht nochmal. Ich hab dich gewarnt. Was doch schade, ne? So, wir gehen dann hier runter. Ich glaube, hier irgendwo zwischen den Bäumen lag ein Item. Hier oben vielleicht? Nein. Aber hier unten? Ich glaube, hier unten. Nein, hier ist nur ein AOA-Mitglied. Willst du mit uns kämpfen? Er will mit uns kämpfen. Dann hauen wir den noch schnell weg. Hauen wir ihn weg. Gott, im Anime sah Shelmon so unglaublich riesig aus. Und hier ist es so ein Lappen. Konter, okay. Wir wechseln dann schon mal aus.
hauen drauf. Schön. Batsch, batsch, batsch. Okay, noch eine Bidramon. Hauen wir es weg, weg, weg. Diese Kämpfe dauern so lange. Ein Level-Up für Realdramon, sehr schön. Und selbst wenn es hier kein Item gibt, werden wir einfach an der Gondelstation Schluss machen. Vielleicht war hier unten ja eins, weil ich bin mir ziemlich sicher, hier lag was rum. Nein? Oh, ich glaube, ich weiß, wo was rumliegt. Okay. Da kommen wir aber noch nicht ran. Wisst ihr was? Wir beenden die Folge jetzt einfach hier und machen dann im nächsten Part weiter mit dem Westsektor. Ja, das halte ich für eine gute Idee. Also, bis zum nächsten Part. Bye bye!